In meiner Heimatstadt Köln wurde ich erstmal von einem Aufkleber auf der Straßenbahn begrüßt. Poll ist ein Stadtbezirk, rechtsrheinisch, sehr nett. Und ich glaube, dort hat jemand einen Aufkleber hingeklebt an die Bahn, die dann in meine Richtung fuhr. Und er wollte uns sagen, dass er ganz toll ist und dass die Welt so schön bunt ist für ihn. Und er denkt halt nicht an die Kriminalitätsstatistik, an Sozialleistungen, an sein Umfeld, wo er und seine Kinder vielleicht auch hingehen könnten, wo sie aber nicht mehr hingehen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Er denkt nur noch an seine kleine, heimelige Gegend, wo vielleicht noch nichts passiert, wo er sich leisten kann zu wohnen. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für viele Leute, die nämlich dann in ihrer Komfortzone, ich würde sagen, in ihrer bornierten Idylle leben. Und das ist in Köln, gerade in Köln als westdeutsche Großstadt, wohl ganz oft so, dass man eben noch diese Rückzugsräume hat, aber sie nur hat, wenn man sich sozial abschotten kann. Und das kostet schlichtweg Geld. Das heißt, das zu wählen, was schlecht ist für Deutschland, Grüne und andere Parteien, die durchgegrünt sind, muss man sich leisten können. Und das können immer weniger Leute. Leider wird es immer schlechter. Wir arbeiten daran, dass es nicht so wird. Wichtig ist, dass die Leute den Mut haben, darüber zu sprechen. Man muss nicht dauernd AfD auf der Stirn stehen haben, aber die Probleme ansprechen und Lösungsvorschläge machen. Und eine Lösung sicherlich heißt Remigration statt Resignation.